nur auf OE24TV. Die große Medienshow. Best of Media. Alle News des Tages im Spiegel der Medien. Best of Media. Was ist heute top geklickt im Internet? Was sind die Headlines der Zeitungen von morgen? Was sind die besten News des Tages? Und was sind Fake News? Best of Media. Kritisch, frech und wirklich unabhängig. Best of Media. Nur auf OE24TV. Herzlich willkommen zu Best of Media auf OE24TV. Und heute bei uns haben wir Andreas Unterberger, politischer Blogger und auch ehemaliger, langjähriger Journalist natürlich, oder nach wie vor auch journalistisch als Blogger tätig. Herzlich willkommen. Guten Abend, grüß Gott. Und auch Lukas Josefi, den stellvertretenden Chefredakteur von OE24.at. Hallo. Hi, schönen Abend. Ja, und wir haben jetzt natürlich auch in dieser Stunde wieder die Top 10 Themen, über die Österreich heute spricht, hier für Sie zusammengefasst. Und wir starten jetzt gleich mit Platz 10. Platz 10. Und der ist natürlich am heutigen 2. November 2021 ein aufgelegtes Thema, natürlich aber dennoch aus einem sehr traurigen Hintergrund, denn es ist genau ein Jahr vorbei, dass wir am Abend des 2. November 2020 diesen traurigen, dramatischen Terroranschlag in Wien erlebt haben. Es war der folgenreichste Terroranschlag in Österreich seit Jahrzehnten. Vor genau einem Jahr, am 2. November 2020, schoss ein Attentäter rund um das Wiener Ausgehviertel Bermuda-Dreieck auf Passanten. Der damals 20-jährige Täter und Anhänger des Islamischen Staates wurde kurz darauf selbst von der Polizei erschossen. Der Terrorakt zog massive Kritik am Verfassungsschutz sowie ein restriktives Gesetzespaket der Regierung nach sich, das vor allem Muslime im Land traf. Für die Ermittler war es der flächenmäßig größte Tatort, den es jemals in Wien zu bearbeiten galt. Ausgesucht hatte sich der in Österreich geborene Mann mit Wurzeln in Nordmazedonien diesen ebenso wenig zufällig wie den Zeitpunkt. Am Vorabend eines neuerlichen Corona-Lockdowns war das Vergnügungsviertel nahe des Wiener Schwedenplatzes gut besucht. Von seiner 7 Kilometer weit entfernten Wohnung soll er sich, bewaffnet mit Sturmgewehr und Pistole, zu Fuß dorthin bewegt haben. Als gesichert gilt laut Exekutive auch, dass es sich um einen Einzeltäter gehandelt hat, zumindest was den Anschlag selbst betrifft. Allerdings haben ihn gewisse Leute sehr wohl im Vorfeld unterstützt, betonte die Staatsanwaltschaft Wien zuletzt bei einer Bilanz. Diese Unterstützung war mentaler Natur, aber es wurden auch beim Thema Waffen Kontakte hergestellt. Die Bilanz des Attentats, das auch in unmittelbarer Nähe zum Sitz der jüdischen Gemeinde Wiens in der Seitenstättengasse stattfand. 4 Menschen starben durch Schüsse, ein 21-jähriger Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln, eine 24-jährige Deutsche und ein 39-jähriger Österreicher mit chinesischen Wurzeln sofort, eine 44-jährige Österreicherin am nächsten Tag im Krankenhaus. Ein 28-jähriger Polizist wurde angeschossen und schwer verletzt. Insgesamt gab es mehr als 20 Verletzte. Mit schweren Vorwürfen war kurz nach dem Anschlag der Verfassungsschutz konfrontiert. So war der Täter bereits amtsbekannt, der er mit weiteren österreichischen Islamisten nach Syrien ausreisen wollte und ihm daher auch der Reisepass entzogen worden war. Eine kurz vor dem Anschlag erfolgte Warnung durch die slowakische Polizei blieb ohne Konsequenzen. Diese zog auch Innenminister Karl Nehammer nicht, obwohl vor allem die Oppositionsparteien seinen Rücktritt forderten. Dennoch wurde wegen der Versäumnisse eine Untersuchungskommission eingerichtet, die diese Versäumnisse auch bestätigte. Politische Handlungen richteten sich vorwiegend gegen heimische Muslime. Eine Moschee, in der Attentäter aktiv gewesen war, wurde vorübergehend geschlossen. Als Teil eines Antiterrorpakets der türkis-grünen Regierung wurde religiös motivierter Terror zu einem eigenen Straftatbestand. Ein eigenes Imame-Register eingerichtet. Islamische Einrichtungen wurden stärker zur Rechenschaft gezogen. Ja, ein Jahr danach jetzt eben, und die Frage ist, was bleibt vom Terroranschlag in Wien letztes Jahr? Was bleibt, sind einige Opfer, deren Angehörige das sicher nicht so schnell überwinden können. Was bleibt, ist die bittere Erkenntnis, dass wir mit dem Terror leben müssen, weltweit leben müssen, selbst dort, wo eine dieser terroristischen Gruppen, etwa in Afghanistan, gesiegt haben, geht der Terror munter weiter. Heute ein Riesenanschlag im Herzen von Afghanistan, und jeder in Europa, der glaubt, diese Terrorwelle, sei es IS gegen Taliban oder welche islamistischen Gruppen sich da immer bekämpfen, könnten verhindert gestoppt werden, der liegt falsch. Mhm. Lukas, was bleibt für dich? Und auch gleichzeitig, du bist auch immer der Mann bei uns fürs Netz. Was verspricht denn das Netz? Es gibt ja auch sehr viele Prominente, die sich da zu Wort gemeldet haben. Mhm. Naja, was bleibt, das hat man heute, finde ich, sehr eindrucksvoll gesehen. Es bleibt ein
doch noch immer anhaltendes Gefühl, wenn man so möchte, der Trauer. Natürlich jetzt nicht des Schocks, der ist nach einem Jahr mehr oder minder wahrscheinlich für die meisten schon überwunden. Aber es hat die Stadt und das gesamte Land sicherlich schwer erschüttert. Genauso muss man auch dazu sagen, ist es ermutigend, wenn man sieht, wie schnell trotzdem sozusagen dieses Trauergefühl immer noch greifbar und vor allem an dem Jahrestag greifbar ist, wie schnell teilweise aber auch einerseits Normalität wieder eingekehrt ist, andererseits aber auch ein bisschen das Mantra oder das Motto, wir lassen uns nicht unterkriegen. Und das finde ich, es gibt ja Länder dieser Welt, die wesentlich häufiger mit solchen terroristischen Attentaten konfrontiert sind. Ich finde das immer dann besonders beeindruckend. Es ist aber für mich auch eine sehr schöne Symbolik vom Leben von Menschen, von Zusammenkunft, von Freude, von Austausch, dass trotzdem eben in diesen Ländern teilweise das zur Tagesordnung gehört, 2-3 Stunden später, nachdem die Einsatzkräfte verschwunden sind, das normale Leben wieder Einzug hält. Und da geht es ja schlussendlich auch darum, dass man die westliche Welt in ihrer Lebensweise bis zu einem gewissen Grad da abstrafen, einschüchtern und verängstigen möchte. Und es ist, finde ich, dann aber immer ein sehr schönes Zeichen, wenn das nicht so einfach gelingt, wie man sich das vielleicht als Terrorist so denkt. Vielleicht nur einen Satz, ganz optimistisch, glaube ich, kann man es nicht sehen. Der Terror hat Wirkungen. Denken Sie etwa daran an Flughäfen. Mhm. Ich habe noch Zeiten erlebt, wo man da einfach durchgeht. Mhm. Durch den internationalen Terror wird man abgetastet, gescreent, muss alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen auf sich nehmen. Das ist ein Erfolg des Terrors, ganz ohne Zweifel, auch wenn das damals der linksextremistische aus Deutschland und der palästinensische gewesen sind in den Wurzeln der 70er und 80er Jahre. Aber Terror ist durchaus nicht erfolglos geblieben. Und auch 9-11 hat da sicherlich noch seinen Beitrag dazu geleistet, dass der Flugverkehr wieder mehr noch eingeschränkter geworden ist. Aber bevor wir uns verplaudern, wir haben noch 9 weitere Themen, kommen wir zu Platz Nummer 9. Platz 9. Ja, und Platz 9, wir blicken nach Österreich und wir blicken nach Niederösterreich und auch Oberösterreich, wo ja schon seit einiger Zeit etliche Bezirke unter Ausreisebeschränkungen bzw. Ausreisetestpflicht stehen und mittlerweile sind neue Bezirke mit hinzugekommen. In Niederösterreich finden ab Dienstag in insgesamt 5 Regionen Corona-bedingte Ausreisekontrollen statt. 3G-Nachweise werden dann auch zum Verlassen von Waidhofen an der Ybbs notwendig sein. Gestraft wird in der Stadt im Mostviertel ab Freitag nach dem Ende einer 3-tägigen Übergangsfrist. Das Magistrat von Waidhofen an der Ybbs hat noch am Montag eine auf dem Hochrisikogebiete Erlass des Gesundheitsministeriums fußende Verordnung publiziert. Keinen 3G-Nachweis erbringen müssen demnach etwa Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr. Explizit definiert ist in der Verordnung auch eine Ausnahme für den direkten Übertritt in ein angrenzendes Gebiet, in dem ebenfalls eine Hochrisikogebietsverordnung erlassen wurde. Im konkreten Fall sind das die Bezirke Amstetten und Scheibs. Geht man nach dem Text der Verordnung, sollte es also Kontrollen in Richtung des benachbarten oberösterreichischen Bezirks Steierland geben. Auch in dieser Region treten am Dienstag Ausreisekontrollen in Kraft. Notwendig wurde die Maßnahme, weil Waidhofen an der Ybbs am Montagnachmittag mit einer gemittelten 7-Tages-Inzidenz von 540 den im Erlass des Gesundheitsministeriums für eine Impfquote von unter 60% festgelegten Schwellenwert von 500 überschritten hatte. Waidhofen rangiert mit einer Vollimmunisierungsquote von 58,9% laut dem Dashboard von Notruf Niederösterreich auf Bezirksebene im Bundesland an vorletzter Stelle. In den Bezirken Scheibs und Melk finden Ausreisekontrollen bereits seit dem 23. Oktober statt. Am vergangenen Freitag kamen die Bezirke Lilienfeld und Amstetten hinzu. Dort wird nach dem Ende einer 3-tägigen Übergangsfrist allerdings erst seit Montag gestraft. Laut Polizeisprecher Raimund Schweigerlehner gab es in den 4 Regionen bisher in Summe 14 Anzeigen und 667 Zurückweisungen. Bei rund 27.000 Personen wurden 3G-Nachweise überprüft. Die verhängten Maßnahmen würden im Großen und Ganzen sehr gut eingehalten, wurde betont.
Etwa 260.000 Menschen leben in den bisherigen vier Gebieten mit Ausreisekontrollen in Niederösterreich. Mit der etwas mehr als 111.000 Einwohner zählenden Stadt Weidhofen an der Ybbs erhöht sich diese Zahl auf 271.000 Menschen. Generell war die 7-Tages-Inzidenz auf Basis des Dashboards der AGES auch zu Allerheiligen in mehreren Teilen Niederösterreichs hoch. Spitzenreiter, auch bundesweit, war erneut der Bezirk Melk mit 1.179. Weidhofen übersprang mit 1.005 die Tausender-Marke, was letztlich ausschlaggebend für den Start der Ausreisekontrollen war. Jetzt haben wir gesehen, auch Weidhofen an der Ybbs zum Beispiel ist auch mit dabei, neu hier als Ausreisetestpflicht. Und man merkt schon, dieses Gebiet wird größer, wo eben halt dann außerhalb bei dieser Grenze getestet wird. Allerdings innerhalb der Grenzen, also auch wenn zwei Bezirke aneinander sind, dann wird er nicht getestet. Ist das sinnvoll? Es ist im Grunde, sind diese Bezirksausreisetests ein verzweifeltes Bemühen, die Sache wieder einzufangen, zu lokalisieren. Man kann es leider nur wie den Terror zuvor mit trauriger Gelassenheit ansehen. Wir werden damit leben müssen. Ich denke daran, vor ein paar Monaten war Wien das schlechteste Bundesland, jetzt ist Wien das beste Bundesland. So wird es sich auch bei den Bezirken immer wieder ändern. Traurig ist es nur dort, dass es Bezirke gibt, wo offenbar durch lokale Meinungsmacher die Impfquoten signifikant niedriger sind. Das ist sicher ein echtes Problem, aber dass einmal die Impfquoten, weil bei einem Event, bei einer Veranstaltung halt ein Superspreader Dutzende und Dutzende Leute angesteckt hat, so wird man das nie ganz in den Griff bekommen, wenn man nicht doch den Weg über die Impfung geht. Also ich glaube auch, das ist jetzt in dem Sinn so ein bisschen Schönheitskorrektur, die man da betreibt, weil man ja auch, wenn dann die Inzidenz in einzelnen Ortschaften extremst hoch ist, auch nicht nichts machen kann. Aber auch wie der Herr Unterberger schon richtig sagt, eine mittelfristige gesamtheitliche Lösung wird es einfach nur über die Impfung geben. Oder beziehungsweise man sieht es ja jetzt auch schon aufgrund der Hospitalisierungen. Die Impfdurchbrüche bei doppelt Geimpften sind signifikant niedriger als die zum Beispiel Corona-Patienten, die nicht geimpft sind, die dann auf die Intensivstationen müssen. Das heißt, wie gesagt, wenn man es jetzt endlich irgendwie schaffen sollte, was ich mittlerweile eh schon ein wenig bezweifle, die Impfquote sukzessive weiter jetzt auch zu steigern, vielleicht gar Richtung 80%, 90%, dann sehe ich das sehr recht optimistisch. Ja, sieht allerdings... Mal die 70% zuerst hinbekommen. Ja, so ist es, ja. Die peilen wir gerade an, aber das braucht alles sehr viel Zeit bei uns. Ja, Stichwort Zeit. Wir kommen zu Platz Nummer 8. Platz 8. Und da blicken wir nach Hollywood, beziehungsweise nach Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico, wo ja, wir haben das auch schon berichtet, ausführlich hier natürlich, wo Alec Baldwin bei einem Filmdreh unabsichtlich oder aus einem Unfall heraus eine Kamerafrau erschossen hat und der Regieassistent hat sich nun erstmals zu Wort gemeldet. Der Regieassistent, der Hollywood-Star Alec Baldwin bei Dreharbeiten eine geladene Pistole überreicht hatte, hat sich erstmals öffentlich zu dem tödlichen Vorfall geäußert, zu seiner eigenen Rolle dabei jedoch geschwiegen. In einer Montag von der New York Times veröffentlichten Erklärung schrieb David Halls, er sei erschüttert und traurig über den Tod der Kamerafrau Helena Hutchins bei dem Unglück. Helena Hutchins war nicht nur eine der talentiertesten Personen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sondern auch eine Freundin, schrieb Halls weiter. Er hoffe, dass die Tragödie die Filmindustrie dazu bewege, ihre Werte und Praktiken zu überarbeiten, um sicherzustellen, dass nicht erneut jemand beim kreativen Prozess zu Schaden kommt. Hollywood-Star Baldwin hatte während der Dreharbeiten zu dem Western Rust in Santa Fe versehentlich die Kamerafrau Hutchins erschossen, als er bei einer Probe eine Requisitenwaffe abfeuerte, die mit scharfer Munition geladen war. Die 42-Jährige starb kurz nach dem Vorfall im Krankenhaus. Regisseur Joel Sosa wurde an der Schulter getroffen und verletzt. Nach dem tödlichen Schuss hatte Regieassistent Halls gegenüber der Polizei eingeräumt, nicht alle Kugeln in der Trommel des Colts überprüft zu haben, bevor er ihn Baldwin mit der Versicherung überreichte, die Waffe sei sicher. Ja, sicherlich ein tragischer Vorfall, der uns noch längere Zeit beschäftigen wird. Und wir kommen jetzt schon zu Platz Nummer 7. Platz 7. Ja, und da blicken wir nach Niederösterreich und zwar ins Rax-Gebiet, im Gemeindegebiet von Reichenau an der Rax, wo nach wie vor die Feuerwehreinsatzkräfte
am Werken sind beim größten Waldbrand in der Geschichte Österreichs. Gleichzeitig gibt es positiverweise Niederschläge zu vermelden. Regen hat beim Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau an der Rax für Entspannung gesorgt. Niederschläge in höheren Lagen, auch in Form von Schnee, hätten am Montag in den Abendstunden eingesetzt, bis heute früh jedoch wieder aufgehört. Das teilt der Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber mit. Es gebe allerdings weiterhin Glutnester und sichtbare offene Feuerstellen. Zu Beginn der Arbeitswoche waren laut Huber etwa 250 Helfer in Hirschwang aufgeboten. Gegen das Feuer sollte erneut auch wieder mit punktuellen Wasserabwürfen von Hubschraubern aus vorgegangen werden. Ob die zwei Spezialhelikopter aus Deutschland weiter zum Einsatz kommen, stand in der Früh noch nicht fest. Definitiv verabschiedet wurden die beiden am Samstag aus Italien entsandten Canadair-Maschinen. Der Kommandant verwies auch darauf, dass durch den Regen etwa Steige glitschig geworden seien. Das sei eine große Gefahr für die Einsatzkräfte. Die Helfer würden im Gelände weiterhin von Bergrettern gesichert. Der Waldbrand war am Montag vergangener Woche ausgebrochen. Das Feuer breitete sich extrem rasch aus. Innerhalb von 10 Stunden von 5 auf mehr als 100 Hektar. Die Ursache ist weiter unklar. Ermittler gehen von einer fremden Zündquelle aus. Festgestellt wurde laut Polizeisprecher Johann Baumschlager unter anderem mittels Videoaufzeichnungen der Rackseilbahn, dass die Flammen an einer Stelle entstanden sind, an der in der Vergangenheit immer wieder Lagerfeuer gemacht worden waren. Da wünschen wir natürlich alles Gute für alle, die da beteiligt sind und die da auch mithelfen. Und wir kommen schon zu Platz Nummer 6. Platz 6. Und das bringt uns zu Sport, und zwar zu Österreichs Tennisass Dominic Thiem, der das bestätigt, dass er Ende Dezember bei einem Einladungsturnier in Abu Dhabi zum ersten Mal wieder starten wird. Und auch für nächstes Jahr Australian Open, da gibt es auch eine positive Meldung für ihn, denn er hat jetzt schon die erste Impfung hinter sich. Das heißt, er hat sich impfen lassen und das ist ja Voraussetzung, um nach Australien einreisen zu können. Dominic Thiems Comeback auf dem Tenniscourt beim Exhibition-Turnier in Abu Dhabi Mitte Dezember ist bestätigt worden. Wie der Veranstalter des Events von 16. bis 18. Dezember in den Vereinigten Arabischen Emiraten am Dienstag bekannt gab, wurde mit dem ÖTV-Star eine Übereinkunft erzielt. Thiem pausiert nach einer Handgelenksverletzung seit Juni. Die Mubadala World Tennis Championship käme zur rechten Zeit für die angestrebte Rückkehr auf den Court, gab Thiem auf der Homepage des Turniers bekannt. Die Championship gibt mir die perfekte Möglichkeit, mein Comeback fortzusetzen und gegen Top-Leute der Tour zu spielen, meinte der in der Weltrangliste auf Platz 12 zurückgereihte Niederösterreicher. Als Teilnehmer bestätigt wurden bisher der Norweger Kaspar Ruth und der Kanadier Denis Shapovalov. Auch Rafael Nadal will in Abu Dhabi wieder antreten, wie er am Montagabend bei einem Sponsortermin in Paris verriet. Der Plan sei, danach noch ein weiteres Turnier vor dem Antreten bei den Australian Open im Jänner zu absolvieren, meinte der Spanier. Ja, und jetzt gibt es die Möglichkeit noch bei Ihnen, bei uns, für Sie Gold zu gewinnen. Die Loro präsentiert der große Goldgewinn auf OE24TV. Gewinnen Sie mit OE24TV jetzt ein ganzes Kilo Gold im Wert von fast 50.000 Euro. Der große Goldgewinn. Jede Stunde eine neue Frage auf OE24TV. Und wer 5 Fragen richtig hat, der spielt mit um den großen Goldgewinn. Jeden Tag ein Goldgewinn. Und am Schluss 1 Kilo Gold für den Sieger. Der große Goldgewinn auf OE24TV. Präsentiert von Filoro. Viel Gold, viel Zukunft. Ja, und hallo, wir sind wieder zurück. 500 Euro, 250 Euro in Gold gibt es jeden Tag bei uns zu gewinnen. Und dann aber unter allen Tagessiegern und Siegerinnen gibt es dann noch einmal 1 Kilogramm Gold im Wert von 50.000 Euro zu gewinnen. Was muss man dafür tun? Jeden Tag 5 Fragen richtig beantworten. Jede Stunde gibt es eine neue Frage. Und die Frage dieser Stunde, die lautet wie folgt. Und da sehen wir es schon, mit welcher Tiergruppe sind die Dinosaurier am engsten verwandt? Sind das A, Vögeln, B, Eidechsen, C, Alligatoren oder D, die Affen? Also nochmal, mit welcher Tiergruppe sind die Dinosaurier am engsten verwandt? A, Vögeln, B, Eidechsen, C, Alligatoren oder D, die Affen? Ich glaube, der Lukas hat einen Tipp, ja, aber wir dürfen natürlich keinen Tipp sagen. Nein, ja, aber es ist eine durchaus knifflige Frage. Ja, eine knifflige Frage. Wenn Sie die Antwort wissen, das haben wir die Nummer gerade eingeblendet, ich glaube, vielleicht können wir es nochmal einblenden, dann bitte eine SMS mit Ihrem Namen, A, B, C oder D, in Ihrem Namen, Vornamen, Nachname, bitte nochmal diese Folie einblenden, und zwar an folgende Nummer 0670. Bitte die Folie, da ist sie schon, 0670 800 9000, also SMS mit
dem mit Ihrem Namen, Vorname, Nachname und der richtigen Antwort A, B, C oder D an 0670 800 9000. Und mit etwas Glück rufen wir Sie um 20.50 Uhr an und sagen Ihnen, dass Sie gewonnen haben. Toi, toi, toi. Wir machen jetzt eine ganz kurze Werbepause und sind gleich wieder für Sie da. Nur auf OE24TV, die große Medienshow. Best of Media. Alle News des Tages im Spiegel der Medien. Best of Media. Was ist heute top geklickt im Internet? Was sind die Headlines der Zeitungen von morgen? Was sind die besten News des Tages? Und was sind Fake News? Best of Media. Kritisch, frech und wirklich unabhängig. Best of Media. Nur auf OE24TV. Willkommen zurück zu Best of Media hier auf OE24TV. Bei uns ist immer gute Laune und gute Stimmung natürlich und wir diskutieren weiterhin die Top 10 Themen des heutigen Tages und kommen jetzt zu Platz Nummer 5. Platz 5. Und hier geht es um den Stufenplan, den Corona-Stufenplan, denn seit heute ist es soweit, wir haben heute die 300 Intensivbettenanzahl in Österreich überschritten, 300 Intensivbetten, die durch Corona belegt sind. Und das setzt jetzt an sich Stufe 2 im 5-Stufen-Plan in Kraft. Nach dem Erreichen der 300er-Marke bei Covid-19-Patienten auf Intensivstationen tritt, wie im Stufenplan der Bundesregierung vorgesehen, mit 8. November die Stufe 2 auch in Kraft. Eine dementsprechende Verordnung, die soll noch im Laufe des Dienstags auch beschlossen werden, denn aktuell sind es ja 317 Menschen, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung auch auf den Intensivstationen sich befinden. Es könnten leider Gottes auch bald mehr werden. Wie sehen diese Verschärfungen aus? Es ist so, dass laut dem aktuellen Stufenplan ja 7 Tage nach Erreichen von 300 Corona-Intensivpatienten diese zweite Stufe auch in Kraft tritt und die sieht doch einige Verschärfungen vor. Beispielsweise in der Nachtgastronomie oder auch bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze mit mehr als 500 Personen gilt fortan eine 2G-Regelung. Das heißt, nur mehr Geimpfte oder Genesene haben dort Zutritt. Außerdem sind in Stufe 2 dann die Antigentests mit Selbstabnahme, also die sogenannten Wohnzimmertests, österreichweit nicht mehr als Nachweis für Bereiche mit einer 3G-Regel auch zulässig. Sollte die Zahl von 400 Intensivbetten überschritten werden, was dann eine Auslastung von bereits 20% der Intensivkapazitäten bedeutet, dann verliert der Antigentest überhaupt im Bereich mit 3G in ganz Österreich seine Gültigkeit. Wann das der Fall ist, das ist schwer zu prognostizieren. Ja, und um Sie da nochmal auch entsprechend auch vorzubereiten, wie gesagt, 300 Intensivbetten, die belegt sind, die bedarf es hier für Stufe 2 und das ist mit heute geschehen. Die Zahl der Intensivpatienten mit einer Covid-19-Erkrankung hat in den vergangenen 24 Stunden deutlich die 300er-Schwelle überschritten. Seit Montag sind 25 an Covid-19-Erkrankte auf den heimischen Intensivstationen dazugekommen. Damit befinden sich nach den Zahlen vom Gesundheits- und Innenministerium mit Dienstag 317 Patienten mit einer SARS-CoV-2-Infektion auf den heimischen Intensivstationen. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen seit Montag liegt bei 5.388. Das Überschreiten der 300er-Schwelle ist deshalb wichtig, weil laut dem aktuellen Stufenplan Stufe 2 7 Tage nach Erreichen von 300 Corona-Intensivpatienten in Kraft tritt. Mit dieser Stufe gilt dann in der Nachtgastronomie und ähnlichen Settings sowie bei Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze mit mehr als 500 Personen eine 2G-Regel. Das heißt, nur mehr Geimpfte oder Genesene haben dort Zutritt. Außerdem sind in Stufe 2 Antigentests mit Selbstabnahme, die sogenannten Wohnzimmertests, österreichweit nicht mehr als Nachweis für Bereiche mit 3G-Eintrittsregel gültig. Der für einen falschen Montag, also einen Feiertag, extrem hohe Dienstagswert, der deutlich über dem Schnitt der vergangenen 7 Tage von 5.154 liegt, bringt auch einen sehr schlechten Wert bei der 7-Tage-Inzidenz. Die liegt jetzt bei 403,9 Fällen pro 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es fast 50.000 Fälle von aktiven Corona-Infektionen. Genau sind es 49.469 und damit um 2.401 eine mehr als am Montag. Ja, also eben die Stufe 2. Lange Zeit ist das Ganze ja seitlich verlaufen, hier der Verlauf der Corona-Entwicklung. Aber jetzt geht es doch rasant nach oben. Wir haben das schon gesehen, in den letzten, vor 2 Wochen ist es nach oben gegangen mit den Neuinfektionszahlen. Und jetzt geht es natürlich auch rasant nach oben, zunächst in den Spitalsbetten und jetzt auch in den Intensivbetten, also zeitverzögert.
Nachtgastro und Events 2G und auch Antigen-Selbsttests österreichweit gelten nicht mehr. In Wien kennt man es schon. Ist es schon wirklich diese große Verschärfung, die einen großen Unterschied machen wird? Es ist die große Verwirrung, die in Wahrheit ausgelöst worden ist. Es ist fast 20, 30 Mal in diesen eineinhalb Jahren neue Regeln über die Österreicher hereingebrochen, bundesländerweise verschieden, bezirksweise verschieden. Ich bin sehr für effektive Regeln, aber Gesetze, Regeln, Kommunikation müssen klar, einfach nachvollziehbar sein und dürfen sich nicht dauernd ändern. Und genau diesen Fehler hat die Politik gemacht. Gehen Sie auf die Straße, fragen Sie 10 Österreicher, wer weiß, welche Regel gerade gilt und was los ist. Sie wissen es zu 90% nicht. Und das halte ich für eine Katastrophe. Vor allen Dingen auch in welchem Bundesland, weil nämlich da gehe ich nur über die Stadtgrenze oder bin ich auf der Ketzerstraße im 23. Bezirk. Wenn ich auf der Wiener Straßenseite bin, habe ich andere Regeln als auf der Niederösterreich. Ja, das ist vollkommen richtig. Also ich finde es auch ein unglaubliches Kommunikationschaos und das Justament nicht nur, aber auch durch eine Regierung verursacht, die sich das selbst sehr gerne aufs Banner geheftet hat, praktisch so stark in der Kommunikation auch zu sein, Message Control und sonstige Dinge. Da ging es aber scheinbar weniger darum, die Informationen auch für die Bürgerinnen und Bürger möglichst einfach zu gestalten, was bei solchen Corona-Maßnahmenregelungen, finde ich, extremst wichtig ist. Dann hast du auch angesprochen, es ist natürlich zusätzlich auch noch verwirrend, dass eine Zeit lang oder beziehungsweise wie es jetzt aktuell auch der Fall ist, Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen haben. Manche nehmen es ein bisschen strenger, manche nehmen es ein bisschen lockerer. Also, dass da einerseits Verwirrung auftritt, ist vollkommen nachvollziehbar, nur in weiterer Folge halt auch bis zu einem gewissen Grad ein Verdruss sozusagen, sich an diese Regelungen dann auch zu halten. Weil wenn ich dann dadurch, dass ich irgendwie alle gefühlten 3, 4, 5 Tage neue Anweisungen bekomme, schon so dermaßen verwirrt bin, dann werde ich mich am Ende des Tages an gar nichts mehr halten. Und das finde ich schade und ich glaube, das ist eine vertane Chance und das kriegst du auch nicht mehr wieder zurück. Also da hat man sehr, sehr viel verspielt und das wird mitunter auch ein Grund sein, warum jetzt nach und nach die Zahlen je näher wir sozusagen in den Herbst reinkommen, auch wieder explodieren. Wir dürfen gespannt sein und auch um diese Zahlen auch in den Spitälern etwas einzudämmen, dafür gibt es jetzt Platz Nummer 4. Platz 4. Und hier geht es um die dritte Impfung, diese Booster-Impfung, die ab heute in Vorarlberg und in Wien für alle diejenigen, die bereits vor mehr als 6 Monaten den zweiten Stich oder halt eben die Vollimmunisierung bekommen haben, die dürfen ab sofort drittimpfen. Nun können sich in Wien all jene drittimpfen lassen, deren Zweitimpfung mehr als 6 Monate zurückliegt. Wir wissen, dass die Impfwirkung nachlässt und dass daher ein dritter Stich notwendig ist. Es sind alle aufgerufen, sich den dritten Stich abzuholen, nur dann kommen wir sicher durch die Pandemie. Mit der Boosterimpfung gegen Covid-19 wird die mit der Zeit nachlassende Immunisierung gegen das Coronavirus dauerhaft gewährleistet. Jeder Haushalt erhält nun per Post ein Informationsblatt, worin genau beschrieben wird, wie und wo man am einfachsten zu dieser Auffrischungsimpfung kommt. Neben den 11 Impfzentren der Stadt Wien und der ÖGK, wo die Auffrischungsimpfungen angeboten werden, kann man sich den Drittstich auch bei Ärztinnen und Ärzten im niedergelassenen Bereich holen. Wer sich in einem der 11 Impfzentren der Stadt Wien impfen lassen will, muss sich über impfservice.wien oder unter 1450 anmelden. Zur freien Auswahl stehen die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna. Kreuzimpfungen sind, wenn gewünscht, möglich. Allen, die mit dem Impfstoff von AstraZeneca immunisiert worden sind, wird eine Auffrischungsimpfung mit BioNTech, Pfizer oder Moderna empfohlen. Und wir hatten auch ein Telefoninterview mit Markus Zeitlinger, Pharmakologe der Medizinischen Universität Wien, der die Drittimpfung absolut empfiehlt. Ja, ich empfehle tatsächlich für jedermann ab 18 den dritten Stich, wenn 6 Monate oder mehr seit der Grundimmunisierung verstrichen wurden. Der Grund dafür ist, dass wir eine nachlassende Immunität bei eigentlich allen Altersstrukturen sehen. Die ist allerdings bei jungen Menschen sehr gering ausgeprägt momentan. Also hier reden wir von Jugendlichen von 12 bis 17 Jahren. Hier ist die Impfung natürlich auch noch relativ kurz her. Aber bei den älteren Altersstufen, also bei den Erwachsenen 18 bis 60 und 60 plus, relativ gleich. Was bedeutet das? Wir sehen in beiden Altersstufen Impfdurchbrüche, die grundsätzlich selten sind und das Infektionsrisiko ist viel geringer, ungefähr ein Viertel
wie das Infektionsrisiko von nicht geimpften Personen, aber nicht mehr zu negieren. Und da das Nachlassen der Immunität bereits 2 Monate nach der Grundimmunisierung einsetzt, hat man nach etwa 6 Monaten einen gewissen Wert erreicht, ab dem die Impfung eigentlich jedermann angeboten werden sollte. Gibt es da eigentlich Unterschiede bei den Impfstoffen, wann die Immunisierung nachlässt? Grundsätzlich ist das eigentlich bei allen Impfstoffen gleich, dass man die ersten 2 Monate nach der Grundimmunisierung die maximale Wirksamkeit hat und es dann langsam zu einem Nachlassen kommt. Die einzige Ausnahme ist ja vielleicht Janssen, da hat man ja nur einen Impfstoff und hier geht man halt von Anfang an schon von einem niedrigeren Level weg. Also hier ist es noch umso wichtiger, sich zuerst mal den zweiten Stich zu holen und dann nach 6 Monaten sich halt auch boosten zu lassen. Jetzt hat man gehört, dass viele Leute, die praktisch jetzt schon aus der Immunisierung rausgehen, weil es eben schon 6 Monate oder leicht darüber ist, teilweise auch einen schweren Verlauf haben können. Haben Sie da ungefähr Zahlen oder haben Sie da schon Erfahrungen damit gemacht? Ja, es ist richtig. Impfdurchbrüche können auch schwere Verläufe haben. Allerdings sind die schweren Verläufe viel, viel seltener bei den Impfdurchbrüchen als bei den normalen Infektionen. Die Zahlen kennen wir aus Israel, die Zahlen kennen wir auch aus Österreich. Also während in der Altersgruppe über 18 ungefähr einer von 5 Personen ein Impfdurchbruch ist, es müssten ja etwas und mehr als 50% geimpft sind, also die Ratio ist noch etwas höher, wenn man sich das prozentuell durchrechnet, ist aber weniger als einer von 10er auf der Intensivstation ein Impfdurchbruch. Also hier sieht man, dass die Impfung trotz Impfdurchbruch noch zusätzlich schützt, aber es ist einfach nicht null. Also wir haben tatsächlich Patienten, die geimpft sind und die leider Gottes auch schwer krank werden. Und hier haben wir auch wieder Zahlen aus Israel, die eben gezeigt haben, Personen, die sich geboostert haben, haben wirklich fast kein Risiko mehr für einen Impfdurchbruch. Aber null ist die Zahl dort auch nicht geworden, weil es einfach Menschen gibt, die ich wahrscheinlich 5-mal impfen kann und die einfach keinen ausreichenden Schutz aufbauen. Das liegt einfach an Schäden im Immunsystem oder an gewissen Medikamenten, die manche Menschen einnehmen müssen. Weil es von manchen Seiten immer wieder heißt, aktuell liegen doch sowieso genauso viel Geimpfte wie Nicht-Geimpfte in den normalen Hospitalbetten. Also insofern macht eine Impfung ja überhaupt keinen Sinn. Was kann man diesen Stimmen ausrichten? Ja, ist einfach ein absoluter Blödsinn. Also es sind natürlich Gerüchte, die es im Internet gibt, aber das stimmt einfach nicht. Hier gibt es Zahlen auch von der AGES, die das ganz genau untersuchen. Das stimmt einfach nicht. Also es ist ein Bruchteil der Personen, die im Spital sind, geimpfte Personen und die haben üblicherweise einen leichteren Verlauf. Manche Menschen mögen es nicht wissen, manche mögen hier bewusst lügen, aber es stimmt einfach nicht. Ja, und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 3. Platz 3. Frage, bist du Autofahrer? Sind Sie Autofahrer? Ja. Ja, okay, aber Sie wissen sicher, ab dem 1. November gilt immer was? Die Winterreifenpflicht, lustigerweise, genau, ich ja. habe nur 3 Wochen Voranmeldung gebraucht, habe, kriege ich gerade heute meine Winterreifen, naja. Aber es war wirklich 3 Wochen Wartefrist. Wow. Und einige haben das nicht geschafft rechtzeitig und die sind nämlich dann gestern gestanden im Westen Österreichs, wir haben hier einige Bilder, zum Beispiel die Brenner-Autobahn war sogar gesperrt und es gab dann auch immer wieder Autos, die mit Sommerbereifen unterwegs waren und die von dem Wintereinbruch am falschen Fuß erwischt wurden oder am falschen Reifen sozusagen. Und dann konnte nur noch der ÖMTC-Abschleppwagen, den wir hier vorne sehen, helfen. Also all das, ja, wenn Sie noch unterwegs sind mit Sommerreifen und in Richtung Westösterreich unterwegs sind oder überhaupt in Österreich, kann man ja immer mit Schnee rechnen, dann bitte auf jeden Fall jetzt Reifen wechseln. So viel also zum Schnee. Der Winter, der ist da, der kommt. Und jetzt kommen wir zu Platz Nummer 2. Platz 2. Das ist natürlich ein Thema, das auch sehr viel diskutiert wird. Und zwar strengere Corona-Regeln könnten schon ab Freitag kommen. Denn am Freitag, da setzen sich die Landeshauptleute zusammen und die werden diskutieren, wie geht es nun weiter und wo wird es denn vielleicht noch strenger. Der Stufenplan der Bundesregierung geht den Landeshauptleuten viel zu langsam. Wien hat immer schon schärfere Regeln geführt. Bis auf Vorarlberg und das Burgenland haben jetzt auch alle anderen 7 Bundesländer nachgeschärft. 2G in der Nachtgastro und bei Großevents kommt jetzt auch in Tirol, Oberösterreich, Niederösterreich, Kärnten und der Steiermark. In Salzburg gilt im gesamten Handel FFP2-Pflicht. Am Freitag wollen sich die Länderchefs treffen und einheitliche, strengere Regeln für Österreich vorschlagen. In der ÖVP drängt der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer auf 2G.
Er sagt, wer gerne auf den Sportplatz geht, wird sich impfen lassen oder zu Hause bleiben. Der steirische Landeshauptmann möchte am liebsten schon früher die Stufe 4 des Regierungsplans einsetzen. Überall, wo 3G gilt, kommt 2G. Laut dem Stufenplan der Regierung wird Stufe 4 erst ab 500 belegten Intensivbetten schlagend. Derzeit sind 280 Intensivbetten belegt. Sich daran zu orientieren ist für Wiens Bürgermeister Ludwig zu spät. Er sagt, wenn wir warten, bis die Spitäler überlastet und die Intensivbetten belegt sind, dann ist es viel zu spät. Schon vor Freitag berät Ludwig mit Experten über strengere Corona-Regeln. Er fordert ein österreichweit strengeres und einheitliches Vorgehen. Am Montag kommt es allein in 4 weiteren Bezirken zu Ausreisekontrollen. In Perg, Steierland, Vöcklabruck und Waidhofen an der Ips. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, das wir schon ein bisschen angeschnitten haben. In jedem Bundesland unterschiedliche Regeln. Wer weiß noch was, wie, wo, wer kennt sich noch aus. Und wer sich aber hoffentlich auskennt, ist jetzt bei Platz Nummer 1. Da dürfte es wohl klar sein. Platz 1. Denn auch seit gestern ist nicht nur die Winterreifenpflicht, sondern in Österreich jetzt auch die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz. Und die sieht folgendermaßen aus. Mit dem gestrigen Feiertag ist die 3G-Regel am Arbeitsplatz in Kraft getreten. Heute wird sie de facto umgesetzt. All jene, die am Arbeitsort physischen Kontakt zu anderen Personen nicht ausschließen können, müssen einen Impf-, Genesungs- oder Testnachweis mit sich führen. Allerdings gibt es eine 14-tägige Übergangsfrist. Bis einschließlich 14. November können all jene, die in der Arbeitsstätte keinen 3G-Nachweis mit dabei haben, stattdessen durchgehend eine FFP2-Maske tragen. Arbeitgeber müssen die Einhaltung der Regel am Arbeitsort nur stichprobenartig überprüfen. Bei Verstößen drohen für Arbeitnehmer Verwaltungsstrafen bis zu 500 Euro. Für Arbeitgeber wird es hingegen teurer. Sie müssen bis zu 3.600 Euro zahlen. Arbeitnehmer müssen stets einen gültigen 3G-Nachweis in elektronischer oder Papierform am Arbeitsplatz mitführen und ihn herzeigen, wenn dies der Arbeitgeber verlangt. Wird der 3G-Nachweis beharrlich verweigert, kann dies sogar ein Kündigungsgrund sein. Der Arbeitgeber kann jedenfalls den Mitarbeiter ohne Bezüge nach Hause schicken, bis ein 3G-Nachweis erbracht wird oder Homeoffice anordnen. Die 3G-Regel wird österreichweit ab der Phase 3 des 5-Stufen-Plans zu einer 2,5G-Regel, und zwar ab einer Intensivstationsbelegung von 400 Covid-Patienten. Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein erwartet dies für Ende dieser oder Anfang kommender Woche. Mit Stand Montag wurden 292 Covid-Patienten intensiv betreut. Arbeitsrechtler haben in den vergangenen Tagen Kritik an den unklaren Bestimmungen zur 3G-Regel am Arbeitsplatz geübt, etwa ob die Unternehmen Aufzeichnungen über den Status ihrer Mitarbeiter führen müssen, was im Widerspruch zum Datenschutzgesetz stehen könnte. Ja, und welche Testvarianten denn es genau gültig sind und vor allen Dingen wie lange noch, das weiß Marlene Breineder für uns. Seit dem 1. November gilt in allen Betrieben in ganz Österreich die sogenannte 3G-Regel. Das bedeutet, dass jede Arbeitnehmerin und auch jeder Arbeitnehmer nachweisen können muss, dass er entweder geimpft, genesen oder getestet ist. Ohne Testnachweis darf man seit Montag kein Büro oder Betriebsgebäude mehr betreten. Ein PCR-Test ist laut Verordnung insgesamt 72 Stunden, ein Antigen- oder Heimtest 24 Stunden gültig. Allerdings gilt dies nur bis 15. November. Antikörpertests gelten 90 Tage. Bei der sogenannten 3G-Regel am Arbeitsplatz gibt es allerdings auch Ausnahmen. So brauchen alle Berufstätigen, bei denen es höchstens zu 2 Kontakten mit anderen Personen kommt, keine Maske und keinen Test. Ein Beispiel sind etwa Lkw-Fahrer und natürlich all jene, die im Homeoffice arbeiten. Bis 14. November gilt eine Übergangslösung. ÖGB-Arbeitsexperte Martin Müller erklärt, ohne 3G-Zertifikat bzw. Nachweis muss durchgehend die FFP2-Maske getragen werden. Mit der 3G-Regel braucht man keine Maske, außer Pfleger und natürlich auch Ärzte. Der 3G-Nachweis muss zumindest am Arbeitsplatz immer bei sich getragen werden. Wer sich nicht an diese Regeln hält und bei einer Kontrolle erwischt wird, muss mit saftigen Strafen rechnen. Bis zu 500 Euro für Arbeitnehmer und bis zu 3.600 Euro für den Arbeitgeber. Ja, 3G am Arbeitsplatz. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie in einem Büro arbeiten normalerweise oder ob Sie irgendwie, aber was sagen Sie zu 3G am Arbeitsplatz? 3G am Arbeitsplatz ist an sich eine sinnvolle Regel, weil man ja auch als Arbeitgeber die anderen Arbeitnehmer schützen muss. Und es
praktisch unerträglich ist, monatelang, jahrelang mit Masken in den Büros herumzusitzen, herumzulaufen. Und soweit mein Eindruck in den diversen Büros, wo ich hineinkomme, ist, wird es immer weniger, immer schlechter eingehalten. Aber die große, wirklich Ärgerlichkeit ist, dass die Arbeitgeber völlig im Stich gelassen werden. Wie sollen sie denn das überhaupt kontrollieren? Sie dürfen keine Auszeichnungen machen. Wenn sie 3, 5, 8 Mitarbeiter haben, dann merken sie sich's ja. Wenn es ein bisschen größer wird, würden sie das ja normal im Computer niederschreiben. Der Herr Meier ist geimpft und die Frau Müller ist genesen und der Herr Huber muss jeden Tag oder jeden zweiten Tag einen PCR-Test vorweisen. Nur das dürfen sie sich nicht notieren, sondern müssen sich's eigentlich, wenn sie kein Superhirn da oben haben, merken. Und das halte ich für eine unglaubliche Sauerei, eine Folge des vor 2, 3 Jahren völlig exzessierend beschlossenen Datenschutzes, der alles verbietet, fast was sinnvoll ist, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt und vor allen Dingen, es gibt ja auch Strafen, die dann einerseits auf den Dienstgeber, bis aber zu 3.000 Euro auf, ja, für Dienstgeber. Und Dienstnehmer bis zu 500 Euro hier hineinkommen. 3G am Arbeitsplatz, grundsätzlich sinnvoll wahrscheinlich, Lukas, oder aber auch gleichzeitig die Frage ist, wie führt man es aus? Naja, schon grundsätzlich natürlich sehr sinnvoll und man hat auch in anderen europäischen Ländern gesehen, wo 3G am Arbeitsplatz bereits eingeführt wurde, dass das tatsächlich auch dazu geführt hat, dass die Infektionszahlen wieder zumindest leicht gesunken sind. Aber es stimmt, ich glaube, dass da einfach zwei Probleme aufeinandertreffen. Einerseits, wie schon angesprochen, dieser extremst, auch meines Erachtens nach, schon zu weit greifende Datenschutz. Alles ist praktisch plötzlich nicht mehr möglich, wegen einem angeblichen Datenschutz, wie der dann auch tatsächlich eingehalten wird oder auch nicht, ist dann wieder auch die andere Sache. Aber man kann sich eben gerade in solchen Situationen dann einfach auch den Impfstatus seiner Angestellten nicht einfach so notieren, was schlussendlich wahrscheinlich eher auch gut und richtig ist. Aber man muss auch sagen, es war von vornherein kein großer Wurf. Also das heißt, man hat da wirklich auch die Betriebe so weit im Stich gelassen, dass es nicht vollkommen klar ist, wer soll das jetzt kontrollieren, wie wird das jetzt ablaufen, für welche Dauer. Also da hätte man, glaube ich, mit mehr Zeit arbeiten müssen, beziehungsweise einfach das auf sicherere Beine stellen müssen. Ja, ein Thema, das sicherlich noch lange diskutiert werden wird. Und wir haben jetzt aber noch was Erfreuliches für Sie. Wir haben jetzt für Sie nochmal die Möglichkeit, Gold zu gewinnen. Filoro präsentiert der große Goldgewinn auf OE24TV. Gewinnen Sie mit OE24TV jetzt ein ganzes Kilo Gold im Wert von fast 50.000 Euro. Der große Goldgewinn. Jede Stunde eine neue Frage auf OE24TV. Und wer 5 Fragen richtig hat, der spielt mit um den großen Goldgewinn. Jeden Tag ein Goldgewinn. Und am Schluss 1 Kilo Gold für den Sieger. Der große Goldgewinn auf OE24TV. Präsentiert von Filoro. Viel Gold, viel Zukunft. 250 Euro in Gold, die könnten schon in einer Stunde Ihnen gehören, denn die gibt es jeden Tag bei uns zu gewinnen. Und unter allen Tagessiegern und Tagessiegerinnen gibt es dann noch einmal 50.000 Euro, also 1 Kilogramm Gold zu gewinnen im Wert von 50.000 Euro. Wie funktioniert es? Sie brauchen dafür 5 richtige Antworten an einem Tag zu 5 verschiedenen Fragen. Jede Stunde gibt es eine andere Frage und die Frage dieser Stunde lautet: Mit welcher Tiergruppe sind die Dinosaurier am engsten verwandt? Sind das A, die Vögel, B, die Eidechsen, C, die Alligatoren oder D, die Affen? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann schicken Sie uns eine SMS mit Ihrem Namen, also Vorname und Nachname und der richtigen Antwort an 0670 800 9000. Die SMS mit Ihrem Vornamen und Nachnamen an und der Antwort A, B, C oder D an 0670 800 9000. Und mit etwas Glück rufen wir Sie schon an um 20.50 Uhr und sagen Ihnen, dass Sie gewonnen haben. Von dem her, toi, toi, toi von unserer Seite. Wir machen jetzt eine kurze Werbepause. Wir sagen nochmal Dankeschön an Sie beide. Dankeschön an Andreas Unterberger. Dankeschön, Lukas Josefi. Kurze Werbepause. Bis gleich.